2017 präsentiert der Europapark seinen Gästen eine neue Attraktion, ein Flying Theater in nie dagewesener Form, das Voletarium. Das Flying Theater ist eigentlich eine eigene Gattung von Fahrgeschäft. Am ehesten trifft es eigentlich die Umschreibung Flugsimulator, wobei ein Flugsimulator viel weniger kann als dieses Fahrgeschäft. Es ist was Neues, was es eigentlich in Europa so noch nicht gegeben hat. Die Leinwand hat eine Fläche von 424 Quadratmetern, die ist 27 Meter breit und 15,40 Meter hoch. Dafür nutzen wir drei 4K-Videoprojektoren, die auf der Leinwand insgesamt 105.000 Lumen Lichtstärke verteilen. Die Bildschirmauflösung beträgt 6.000 Pixel in der Breite und 6.000 Pixel in der Höhe, was eine Auflösung von 36 Millionen Pixeln ergibt. Im Voletarium ist die Leinwand keine Fläche, sondern eine Halbkugel. Eine riesige Halbkugel, die den Besucher mitten in das Flugerlebnis hineinzieht. Das Voletarium bietet seinen Gästen von Anfang bis Ende ein immersives Rundum-Erlebnis. Das Gefühl des Fliegens entsteht im Kopf des Besuchers durch die nahtlose und synchrone Zusammenführung von wahrgenommenem Bild und eigener Bewegung. Der Kern der Anlage ist ein hochmodernes, computergesteuertes Fahrgestell, das mit Hilfe von millimetergenauer Hydraulik, Wind, Wasser und Gerüchen die perfekte Illusion des Fliegens erzielen soll. Das System ist darauf ausgelegt, insgesamt 140 Passagieren alle 7 Minuten den Traum vom Fliegen näher zu bringen als je zuvor. Das Voletarium. Eine Attraktion, die Sie so noch nie erlebt haben.